Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu den Ender Games. Ich habe ein zufälliges Kit gewählt, das ist das Biom Plains oder so? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir Jäger bekommen. Einfach eines der schlechtesten Kits, das man auch von Anfang an schon hat. Naja, versuchen wir unser Bestes mit dem Jäger. Wir haben immerhin schon mal ein Feuerzeug. Der Jäger hat, glaube ich, von Anfang an genau ein Steinschwert und er kriegt gebratenes Fleisch aus Schwein und Kühen und sowas. Aus Tieren könnte man auch sagen. Ja gut, den kriege ich jetzt nicht mehr. Aber hier könnten wir das mal ausprobieren. Kriegen wir von dir gebraten? Ja. Gebratenes Schweinefleisch. Ja, sehr schön. Gut, man kriegt also gebratenes Fleisch. Man hat also keine Hungerprobleme als Jäger. Allerdings hat er halt keine Rüstung von Anfang an, so wie der Barbar beispielsweise. Und ja, soweit. Mehr hat er, glaube ich, nicht. Nur dieses Steinschwert und den Effekt. Ja. Gibt bessere Kills, aber zufällig ist halt zufällig. Oh, ich habe mich eigentlich gefreut, dass ich den nie wieder spielen muss. Aber gut, wenn der Zufall uns dieses Kit gibt, dann spielen wir auch dieses Kit. Das Kit soll auch seine Chance bekommen. Nennt das eine Kiste? Die erste Kiste, die wir hier finden. Yay! Wie weit ist der Spieler weg? Weit genug. Ich hätte gern ein bisschen Ausrüstung. Blöde Kiste, geh doch nicht weg. Warum? Warum gehst du weg? Ah, Eisen. Sehr schön. Und noch anderer Stuff. Spieler sind ganz weit weg. Dann brauchen wir mal schnell eine Working Bench. Können wir uns zumindest ein Eisenschwert machen und anderen Stuff. Der Spieler kommt auch nicht näher, das ist schön. Ah, so. So, so, so. Zack. Und dann machen wir uns ein Eisenschwert. Legen wir auf die 2 und Schuhe. So, das kann weg. Enderperlen haben wir hier. Knochen. Wäre cool, wenn wir noch einen Hund finden. Ich habe schon Ewigkeiten keinen Hund mehr gesehen in den Ender Games. Warum ich jetzt übers Wasser schwimme, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil ich so oft Hai spiele in letzter Zeit. Eigentlich ist das dumm. Als kein Wasserkind im Hai zu sein. Das sowieso, aber auch im Wasser zu sein, ist nicht ganz so schlau. Hallo, du der Typ da hinten. Ich habe keinen Bogen. Doch, ich habe einen Bogen. Aber ich habe sonst nichts. Hi. Oh, der ist besser ausgerüstet als wir. Aber irgendwie hat er Angst vor uns. Vielleicht denkt er, wir sind Hai oder so. Keine Ahnung. Vielleicht ist er Hai. Aber denke ich eher nicht. Hallo! Hast du eine Waffe? Hast du eine Waffe? Scheinbar nicht. Doch. Das Dia. Ich will das Dia-Schwert. Gib mir das Dia-Schwert. Gib es mir. Gib mir das Dia-Schwert. Okay, wir fangen ihn ab, indem wir über den Sand laufen. Ich hoffe, der andere greift uns nicht an. Komm her. Komm her. Oh, da sind wir gestorben. Oh nein. Gut, dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge wieder. Die Folge war doof, aber ich mag den Jäger auch nicht. Aber ich hätte trotzdem ein bisschen ordentlicher daran drehen sollten. Egal, bis gleich. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde von den Ender Games. Wir haben diesmal wieder zufälliges Kit genommen und haben den Barbar bekommen. Einfach die beiden schlechtesten. Naja, nee. Der Holzfäller ist das schlechteste Kit in meinen Augen. Obwohl mit dem. Man kann eigentlich mit jedem Kit was machen. Jetzt habe ich den Start verpasst. Auch nicht so geil. Egal, wir haben auf jeden Fall von Anfang an eine Rüstung, da wir der Barbare sind, von dem habe ich ja auch eben schon gesprochen. Und wir haben ein schönes Holzschwert. Ist das nicht toll? Das ist nicht toll, genau. So, hier, wir haben eine volle Lederrüstung. Richtig gut. Die ist sogar verzaubert auf Haltbarkeit. Ja, auf Haltbarkeit. Das braucht man in Ender Games. Aber dadurch leuchtet sie wenigstens so schön. Hat so einen schönen Leuchtungseffekt. Oh, hat uns echt das Holz geklaut, dein Ernst? Dein Ernst, Spieler? Oh, hau doch ab. Blöder Schneemann. Gut, der Schneemann will uns nerven. Macht uns nix. So, wir nutzen die Workbench einer anderen Person. So, hast uns genug genervt. Blödmann. Oh, mein Holzschwert hat er uns geklaut. Nein! Wieso gibt es solche Menschen? Er ist so grausam, er hat uns einfach unser Schwert geklaut. Unser Anfangsschwert. Jetzt denkt er bestimmt, wir haben. Oh. Was willst du, hä? Guck mal, Eisen. Oh, guck mal, Sachen. Oh, oh nein, er hat uns angebrannt. Nein, ich will nicht brennen. Wo ist er hin? Hinter unter uns. Okay, stirb, wir haben ein Eisenschwert. Und du hast nur ein Goldschwert. Okay, wenn er es noch einmal trifft, sind wir tot, aber wir haben ihn erwischt. Und deswegen ist er tot. Ah. So ein Blödmann. Hat er uns erstmal genervt und das hat ihm nichts gebracht. Tja, so läuft das im Leben. Wir haben davon welche, dann machen wir uns ein Dia-Schwert.
So, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir nicht unendlich unter Wasser atmen können. Wir sind ja diesmal kein Hai, aber wir haben goldene Schuhe. Ich weiß gar nicht, ob die besser sind als die Lederschuhe, aber egal. Wenn wir sie schon haben, die sind auf jeden Fall schicker. Schicker, schicker. Oh, hinter uns ist irgendwo ein Spieler und er verfolgt uns nicht, wie es aussieht. Nee, er ist da unten im Wasser. Oh, schade, da waren schöne Sachen drin. Haben wir nicht bekommen. Haben wir nicht bekommen. Will er uns angreifen? Er hat nur ein Holzschwert. Wir haben ein Diaschwert. Wir sind trotzdem tot. Wow. Was ist das denn für eine Fail-Runde? Ich hasse die normalen Kids. Gut, wir sehen uns noch so in der dritten Runde. Und damit herzlich willkommen in der dritten Runde. Und ratet mal, was ich bekommen habe. Ja, den Bogenschützen. Wir kriegen einfach alle Standard-Kits. Das ist echt nicht schön. Ich hasse das. Ich habe noch mehr Kits gekauft, außer die Anfangsdinger, die man ja nicht mehr kaufen musste. Und irgendwie gehen die auch nach der Reihenfolge, wie das aussieht. Richtig komisch. Egal, wir holen uns hier alles, was wir kriegen können. Haben wenigstens ein paar Pfeile bekommen. Noch ein paar weitere. Und das hier. Oh, das ist eine Burg oder sowas. Sieht interessant aus. Biom ist, glaube ich, Swampland, wenn mich nicht alles irrt. Und der Bogenschütze hat von Anfang halt einen Bogen. Und mit diesem Bogen kann er Leute abschießen. Und wenn er die headshottet, dann sind sie tot. Ja. Also One-Shot-Headshot ist das. Ja, so ist das, alles ganz toll. Aber sobald die Gegner halt alle einen Helm haben, bringt diese Fähigkeit auch nichts mehr. Und früher oder später hat man sowieso immer einen Bogen, von daher ist das Kit. Meh. Wir machen uns ein Holzschwert, weil uns nichts anderes übrig bleibt. Auch als Bogenschütze braucht man Holzschwerter. Oder überhaupt Schwerter. Die würde ich gerne wieder mitnehmen. Dankeschön. Ich überlege gerade, ob wir die hier unten überhaupt drinnen lassen sollten. Wir lassen sie erstmal drin. Wenn wir noch einen zweiten Diamant finden sollten, dann wäre das schön. Glaube ich. Wir erhöhen mal unseren Standpunkt. Denn von oben kann man besser headshotten. Aber so wie ich mich kenne, mache ich sowieso keinen einzigen Headshot. Vielleicht mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück geht das. So, wenn wir denn mal einen sehen würden, dann wäre das auch ganz toll. Hier in der Nähe ist zumindest irgendwo einer. Solange wir auf den Bäumen sind, kann uns nichts passieren. Da unten ist einer. Ich hoffe, er hat noch keinen Helm. Er hat aber natürlich einen Helm. Egal. Ja gut. Greifen wir ihn so an. Gut, den haben wir erwischt. Der hatte noch ein paar weitere Pfeile für uns dabei. Und Ausrüstung vor allem. Oh. Oh, warte, warte, warte. Ist hier irgendwo ein Gegner? Nein. Okay, der kommt auch nicht näher. Das heißt, wir können das hier alles aufrüsten. Das brauchen wir nicht. Einen werfbaren Trank der Blablabla nehmen wir einfach mal mit. Ja. Soweit, so gut. Wir haben leider immer noch. Doch, wir könnten uns ein Eisenschwert craften. Das werden wir auch gleich tun, sobald wir ein bisschen weiter weg von dem Gegner sind, der uns näher kommt. Nee, das ist ein anderer Gegner. Ja, gut, dann machen wir uns einfach eine Workbench, die wir schon haben. Oh, das ist auch schön. Workbench. Immerhin Eisenschwert. Obwohl wir uns fast ein Diaschwert machen können, aber macht nichts. Ich will eigentlich noch nicht gegen Gegner kämpfen. Es wäre schade, wenn diese Folge auch wieder nach 2 Minuten endet. Obwohl sie ja schon länger als 2 Minuten ist. Ja. Ich habe mal länger als 2 Minuten überlebt mit dem Zufallskit. Ja. So, damit ich erst gar nicht in die Versuchung komme, dieses Holzschwert zu benutzen, werfe ich es lieber weg. Und hier sind Kühe. Fleisch. Ich sehe in Kühen nur Fleisch. Ich sehe nur euer Fleisch in euch. Gebt mir euer Fleisch. Essen. Hunger. Okay. Wollen wir kämpfen? Ich glaube, der hat nichts. Der hat ein Steinschwert, wie es aussieht. Ne, ein Eisenschwert. Steinschwert, das gibt es ja, glaube ich, gar nicht. So, der kommt nicht mal an uns ran. Nein, er wurde geportet. Ah, er ist trotzdem gestorben, der andere. Das ist ein Känguru. Den haben wir auch erwischt. Haha. Haben wir 2 getötet. Sehr schön. Haben sogar Eisenschuhe dafür bekommen. Und Diamanten. Das heißt, wir machen uns ein Diamantschwert ganz schnell. Wir haben nicht mehr Leben verloren. Wow. Und wieso ist der eine auch noch gestorben? Der ist wohl irgendwo runtergefallen. Oder so. Sonst anders kann ich mir das nicht erklären. Jetzt habe ich Weisen weggeschmissen. Ist egal. So. Brauchen wir alles nicht. Einen Goldhelm könnten wir uns craften. Auch wenn das nichts bringt. Aber ist halt hübscher, so ein Krönchen. Oh nein. Ah, wir hängen in der Wand fest. Gut. Hä? Okay. Wir werfen uns einfach mal raus.
Aua. So. Ich hoffe, der Spieler verfolgt uns nicht. Nein, tut er nicht. Dann essen wir. Wo ist er denn? Wo ist der andere Spieler? Der... Vielleicht hat er ja keinen Helm. Oh doch, er hat einen Helm. Hi. Ich habe Pfeil und Bogen. Pfeil und Bogen. Ja! Unser Kit bringt uns was. Pfeil und Bogen ist super. Aber geil, okay. Hier ist übrigens noch eine Truhe mit noch mehr Bögen drin. Und noch mehr Pfeilen drin. Bogen haben wir ja schon. Was wollen wir mit noch einem Bogen? Der nächste Spieler ist ganz weit weg. Der hatte wieder nur blöde Sachen. Ja, nur blöde Sachen. Wir hatten übrigens einen Fallenbauer dabei. Jetzt habe ich einen Kompass weggeschmissen. Zum Glück habe ich noch ein paar mehr, weil ich ein paar Leute getötet habe. Sonst wäre das jetzt blöd. Ohne Kompass in den Endergames. Na, ich weiß ja nicht. Ist bestimmt nicht ganz cool. Nicht ganz so cool. Hä? Achso, da liegen nur diese Blöcke. Wieso liegen die Blöcke hinter der Barrikade? Blödes Spiel. Voll doof programmiert, ey. So. Wie viele gibt es denn eigentlich noch? Sechs? Sieben? Sieben Leute. Sieben Leute stehen noch auf dem Radar drauf. Okay. Geile Runde. Ja, geile Runde, Alter. Wir haben ganz viel Fleisch. Das ist schön. Was haben wir sonst noch? Wir haben noch ein... Wir haben ganz viele Angeln. Wo haben wir die ganzen Angeln her? Trank der Vergiftung möchte ich ehrlich gesagt nicht verwenden, weil ich mich wieder selber damit treffen würde. Nein. Nein, nein, nein. Oh, geh weg. Hilfe, 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 Hilfe. Wir nutzen unseren Trank der Sofortheilung. Und kämpfen gegen den. Und der wird uns töten. Oder? Oh, er läuft weg. Okay. Dann schießen wir ihn einfach mal mit unseren Pfeilen und Bogen ab. Oh nein, der hat eine Dia-Rüstung. Oh nein, wenn er auf uns zuläuft, dann sind wir tot. Und er läuft auf uns zu. Oh Gott, wir werden sterben. Ja. Gut, das war klar. Der hatte eine volle Dia-Rüstung und alles Mögliche. Santos LP. Aha. Wer war das? Der? Jungeilo, nö. Matrix? Matrix war das, der lootet uns gerade. Ja gut, GG Matrix. Zufällige Kits sind blöd, sag ich dazu nur. Ich habe einfach die ersten drei Kits bekommen, die einfach gar nichts konnten. Aber mit denen sollte man auch was reißen können, wenn man denn gut in PvP ist. Nicht so wie ich. Aber macht nichts. Das waren dann halt drei etwas kürzere Runden, in denen ich allen verloren habe. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Oh, Gold, es ist meins, mein Schatz. Tschüss. Warte, nein. F5, F5, F1. Tschüss. Wieso? Hey. Wieso hat er das? Der hatte Herzen an seinen Hintern kleben. Der hat Herzen gepupst. Ich will auch Herzen. 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 Herzen.